Hallo Leute, ich bin Silou und ich habe heute endlich mal einen meiner absoluten Lieblingswhiskys für euch mitgebracht. Die unter euch, die mich einigermaßen gut kennen oder schon länger verfolgen, wissen, ich bin ein absoluter Laphroaig-Fan. Und ich habe letztens mal so meine Videos durchgestöbert, weil ich habe inzwischen schon über 60 Whiskys für euch verkostet. Und da verliert man manchmal so ein bisschen den Überblick, was ich schon so gezeigt habe und was noch nicht. Gerade bei den Standard-Whiskys. Und da ist mir aufgefallen, dass ich einen meiner absoluten Favorites noch nie in einem Video verkostet habe. Und da ich gerade eine neue Flasche da habe und irgendwie einen Grund brauchte, eine neue Flasche aufzumachen, habe ich mir gedacht, nutze ich das gleich mal und stelle euch den in einem Video vor. Und zwar geht es um den Laphroaig Quarter Cask. Aus meiner Sicht einer der absolut besten Laphroaigs of all time und vor allem einer der erschwinglichsten, preis-leistungsmäßig Standard-Range besten Whiskys, die es gibt. Genau. Der Quarter Cask, was ist so besonders an dem oder was unterscheidet den jetzt zum Beispiel von einem 10 Jahre alten Laphroaig? Dieser Whisky hat keine Altersangabe, das heißt, wir wissen nicht, wie alt die Whiskys sind, die hier drin sind. Sie sind aber, da es sich um einen Single Malt Scotch Whisky handelt, mindestens 3 Jahre alt. Alter gibt natürlich dem Whisky einen intensiven Geschmack, kommt aber ganz auf die Fässer drauf an, in denen die gelegen haben und natürlich auch wo, in welchem Land. Aber Fokus bei dem Whisky liegt vor allem auf den Fässern, weil das Besondere hier dran ist, der hat nicht nur im Ex-Bourbon Cask gelegen, sondern auch im Quarter Cask. Ein Quarter Cask ist ein sehr, sehr kleines Fass. Das fasst 105. Das fasst. Ja, das enthält 125 Liter und ist damit, ich glaube, ein Drittel oder ein Viertel so groß wie ein normales Butt. Ein normales Butt ist quasi ein größeres Fass und da werden in der Regel Whiskys drin gelagert, einfach weil es ein bisschen effizienter ist, ein bisschen wirtschaftlicher ist. Und früher im 19. Jahrhundert, glaube ich, hat man Whisky allerdings noch mit Eseln und Maultieren und Pferden transportiert. Und die können nun mal nicht so einen riesen Oschi dort auf ihrem Rücken tragen. Und deswegen hat man früher Whisky in diesen kleinen 125 Liter Fässern gelagert, in den Quarter Casks. Genau. Und darin, also so ist ja eigentlich auch gelagerter Whisky überhaupt erst entstanden. Früher hat man einfach nur Rohbrand genommen und den direkt getrunken. Rich amazing, sage ich euch. Und dann hat man irgendwann angefangen, den Whisky in diesen Eichenfässern zu transportieren. Und wenn dieser Transport eine Weile gedauert hat, dann hat man festgestellt, boah, der schmeckt ja viel geiler als vorher. Und so ist übrigens auch die Fassreifung überhaupt erst entstanden. Also da saß jetzt kein Da Vinci da und hat überlegt, was würde es wissenschaftlich, chemisch gesehen mit meinem Whisky tun, wenn ich ihn jetzt in dieses Fass fülle. Nein, das war eher ein Versehen. Ein sehr schönes Versehen. Dieser Quarter Cask ist sozusagen eine Hommage an diese Zeit, an diese traditionelle Art, Whisky zu lagern und zu transportieren. Das gefällt mir immer bei Laphroaig. Sie versuchen immer so ein bisschen ihre Geschichte, ihre Tradition mit einzubinden. Und ja, einer meiner absoluten Favorites, weil der geschmacklich sehr, sehr intensiv ist. Ihr seht, die Flasche ist noch ganz unberührt. Ich öffne sie jetzt hier für euch direkt live. Genau, die Reifung in so einem kleinen Fass ist, so ein schönes Geräusch, die Reifung in so einem kleinen Fass ist wesentlich intensiver, weil der Whisky mehr Kontakt mit dem Holz hat. Ne, in so einem großen Fass hat man zwar mehr Flüssigkeit, aber eben auch weniger Holzfläche, diese mehr Flüssigkeit hat weniger Kontakt mit der Holzfläche. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch erklären möchte.
Und dadurch findet dieser Geschmacksaustausch langsamer statt. Wohingegen bei so einem kleinen Fass natürlich viel mehr Flüssigkeit, viel mehr Holzkontakt hat. Und dadurch die Reifung erstens schneller vonstatten geht und zweitens auch intensiver. Noch so ein Faktor, der die Fassreifung beeinflusst, ist natürlich Wetter, Temperatur und solche Sachen. Zum Beispiel ein Whisky, der in einer warmen Region lagert, wie in Indien, wird immer schneller reif sein als in Schottland, einfach weil das Wasser schneller verdunstet. Aber das ist bei Laphroaig jetzt, sag ich mal, unerheblich. Er kommt nämlich von der schönen Insel Islay, die ich in diesem Jahr auch noch besuchen darf. Und ich bin schon mega, mega aufgeregt. Ich habe es, glaube ich, im letzten Video schon erwähnt. Ich habe jetzt tatsächlich die komplette Planung für die, ich glaube, 10 Tage sind wir dort, abgeschlossen. Und wir werden nicht nur, verrate ich jetzt schon die Zahl? Doch, ja, ich verrate die Zahl. Wir werden insgesamt 10 Brennereien besuchen. Könnt ihr euch mal überlegen, welche das denn so sein könnten. Und ja, ich habe mega Bock. Oh, da war ein Eichhörnchen, habt ihr das gesehen? Deswegen liebe ich diese Videos in der Natur, weil solche Überraschungen einfach mal um die Ecke kommen können. Man muss dazu sagen, ich bin totaler Eichhörnchen-Fan. Ich liebe Eichhörnchen. Es sind so tolle, tolle kleine Wesen. So, und jetzt werde ich hier im Abendlicht mit Eichhörnchen im Rücken, ich hoffe, es kommen keine Wildschweine vorbei, meinen Whisky genießen. Slange. Der hat ich finde das übrigens total lustig. Laphroaig ist ja, hat ja diese Opinions Welcome Kampagne gestartet, bei der man sozusagen seine Meinung über Laphroaig, weil es ja doch ein sehr polarisierender Whisky ist, abgeben kann. Und die haben diese Zitate sehr, sehr viel verwendet. Also die haben die an den Wänden stehen in der Brennerei, die haben die teilweise auf die Flaschen gedruckt, die haben die auf den Gläsern drauf. Und ich habe gerade, während ich so meinen goldenen, nicht kühlgefilterten Whisky so schräg durch das Laphroaig-Glas angeguckt habe, dieses Zitat gelesen. Magical, a genie in the green bottle. Und das ja, ist sehr passend einfach. Und ich muss immer sehr schmunzeln, wenn ich so ein Zitat lese und dabei auch noch ein Laphroaig im Glas habe. Und ich habe tatsächlich in der ersten Nase jetzt gar keinen Rauch, was ich krass finde. Normalerweise ist für mich der Quarter Cask ein sehr intensiver, sehr rauchiger Whisky. Und meistens, wenn die Leute Lust haben, Laphroaig zu probieren, so in die Richtung mal, empfehle ich ihn immer mit dem 10er anzufangen, weil der schon, wenn man es nicht gewohnt ist und nicht kennt, schon sehr krass ist. Wenn dann aber so ein bisschen gesagt wird, ja, ist jetzt nicht so intensiv, ein bisschen flach, dann empfehle ich meistens den Quarter Cask. Das Problem ist, wenn man einmal einen Quarter Cask getrunken hat, ist ein 10er in der Regel ein bisschen wie eingeschlafene Füße, um es mal hart zu sagen. Also deswegen bin ich persönlich auch größerer Fan von dem Quarter Cask als von dem 10er. Trotzdem habe ich jetzt hier in der Nase so als erstes, ich weiß nicht, ob es an dem Frühlingswetter liegt, so was sehr, so eine helle, leicht saure Frucht, aber weniger so eine Zitrone, sondern eher so ein grüner Apfel oder sowas. Leicht süß und dahinter liegt so ganz, 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 ganz leichter Rauch. Jemand, der kein Peathead ist, würde jetzt wahrscheinlich sagen, oh, riecht furchtbar, grauenvoll, wie brennendes, weiß ich nicht was. Ich finde ihn sehr dezent an der Stelle. Vielleicht kommt er nach dem ersten Schluck. Slange.
auf jeden Fall Rauch drin. So viel kann ich euch bestätigen. Also am Anfang hatte ich ganz, 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 ganz kurz diese leichte, süße, saure Frucht. Aber wirklich nur ganz kurz. Und dann kam wirklich so wie so eine Planiermaschine der Rauch an. Und im ersten Schluck hatte ich jetzt auch nur den Rauch. Da war nichts anderes. Wir hatten eine leichte Schärfe mit drin. Aber wie gesagt, erster Schluck, hochprozentiger Alkohol ist immer erstmal alkoholisch scharf für den Mund, weil der sich erstmal eingewöhnen muss. Aber der Rauch war schon so richtig, richtig bissig. Also das hat jetzt nichts mit einem fleischigen oder Lagerfeuerrauch zu tun, wie ich den persönlich immer im Karl Eiler finde oder im Lagavulin finde. Es hat auch wenig mit diesem aschigen Rauch zu tun, wie in einem Artback. Es ist wirklich, es hat was Bitteres, es hat was Phenoliges, es hat einfach wirklich diesen so typischen Medizincharakter. Wie früher, wenn ihr bei Oma wart und krank wart und diesen furchtbar ekelhaften Hustensaft bekommen habt. So in etwa, so aus diesen braunen Glasfläschchen. So schmeckt das. Ne? Manchmal hat die Omi, wenn sie lieb war, da noch einen Zuckerwürfel reingetan. Und dann wurde es einfach nur noch schlimmer, meiner Meinung nach. Ja, aber so in etwa schmeckt das. Dann wird die Nase auch so ein kleines bisschen saurer von der Frucht her. Ist aber noch nicht so eine klare, deutliche Zitrone wie bei einem Artback. Es hat noch was Fruchtigeres, was Rötlicheres drin. Aber der Rauch kommt in der Nase immer noch nicht raus. Am Anfang kommt ganz, ganz leicht dieses Bourbon Cask durch mit so einem Hauch Vanille, so ein Hauch Honig, also schon fast gar nicht Honig, nur Vanille. Typisch für so einen Bourbon Cask ist ja dieser sehr süße Vanille, Honig, holzige Charakter. Wie gesagt, ganz am Anfang so dieses typisch Süße, was man so kennt von auch zum Beispiel einem Blended Malt. Dieser ganz charakteristische süße Grundgeschmack kam so, aber total verwässert. Und dann kam einfach wirklich nur dieser Rauch. Und der ist und bleibt super schwer zu beschreiben. Also es ist dieses medizinisch bitter, aber irgendwie geil. Also ich muss sagen, ich finde es noch geiler, wenn draußen scheiß Wetter ist, wenn es richtig kalt ist. So wie bei meinem letzten Video, so das Wetter. Da passt er perfekt rein. Hier ist jetzt schon fast so ein bisschen zu sommerlich, frisch. Aber es schmeckt halt trotzdem einfach übelst geil. Also ich bin einfach Fan davon. Ich mag das und ich kann jeden verstehen, der sagt, boah nee, das ist doch voll eklig, was du da trinkst. Aber sorry Leute, ich lieb's. Der ist, wie ich schon angedeutet habe, nicht kühlgefiltert, was ich sehr toll finde. Kühlfiltern hat jetzt, sag ich mal, für einen Laien so gut wie keinen Impact auf den Whisky. Geschmacklich kann ich nicht beurteilen, ob es da einen Unterschied gibt. Genauso wie beim Färben kann ich nicht sagen, ob das den Geschmack beeinflusst. Gefärbt müsste er sein, ja. Mit Farbstoff. Aber ich habe euch das mit dem Kühlfiltern ja schon erklärt. Man nimmt halt einfach Dinge aus dem Whisky raus. Und ich kann mir vorstellen, dass es einen Einfluss auf den Geschmack hat. Und ich mag meinen Whisky dann doch auch sehr ursprünglich einfach. Mit dem Färben, das macht Laphroaig halt einfach, finde ich schade, weil sie haben es nicht nötig und es macht auch keinen Unterschied, weil die Flasche ist grün. Ich sehe nicht, ob da jetzt Gold, Bernstein oder Weizengelb ist. Die Flasche ist grün und die wird auch nie anders sein als grün, weil das einfach so das Markenzeichen ist. Deswegen finde ich persönlich, kann die Farbe wegbleiben. Man sieht hier echt, dass viel Krümelzeugs drin ist. Was mich tatsächlich nicht stört, das ist ein Naturprodukt. Er hat mehr Prozent als ein 10er Laphroaig. Er hat 48%, nicht nur 40. Es gibt den 10er auch als Cask Strength.
den habe ich jetzt noch nie bewusst mit dem Quarter Cask verglichen. Was für mich immer für den Quarter Cask und gegen den 10er Cask Strength spricht, ist tatsächlich, dass der Quarter Cask, ich glaube, 35 oder 38 Euro kostet, was ein Spottpreis ist für einen so guten Whisky, den man alle lieben Tage lang trinken kann, einen Cocktail mischen kann, auch mal ausführlich genießen kann. Wohingegen der Cask Strength, ich glaube, 50 Euro kostet oder so und dann natürlich unwesentlich mehr Prozent hat. Ne? Der Quarter Cask hat ja schon 48% und ist damit relativ hoch. Und ich glaube auch nicht, dass ich hier mehr Alkoholgehalt brauche in dem Whisky. Weil der ist so schon kräftig. Aber der wird immer süßer in der Nase. Jetzt habe ich schon fast so Aprikosennoten. Ich finde das verrückt, was auch so Wetter und Situationen mit dem Geschmack von so einem Whisky anstellen. Und ja, deswegen, ich freue mich auch, wir haben einige Warehouse-Tastings dabei auf unserer Eila-Tour. Das heißt, wir gucken uns quasi nicht den Herstellungsprozess in der Brennerei an, sondern gehen einfach direkt ins Warehouse und werden dann dort ein bisschen Whisky probieren. Und das ist nochmal eine ganz grandios andere Atmosphäre. Ja, da bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Das wird richtig cool. Er wird jetzt auch im Geschmack, finde ich, süßer. Also die Süße hält länger an. Und es wird auch aprikosiger im Geschmack. Krass. Der Rauch rückt so ein Stück nach hinten. Bleibt trotzdem schön scharf bis zum Ende. So diese, nicht diese alkoholische brennende Schärfe, sondern eher so eine Chili-brennende Schärfe habe ich hinten raus. Also der kann komplex sein. Der muss aber auch nicht komplex sein. Je nachdem, was ihr eben von ihm wollt, passt er sich so ein bisschen an, der Genie in der Flasche. Und ja, ist einer meiner Favorites, preis-leistungsmäßig top und geschmacklich absolut genial, gibt euch super viel und deswegen kriegt der von mir 9 von 10 Punkten. Und ich genieße jetzt noch den letzten Schluck hier und guck mal, ob das Eichhörnchen vielleicht noch mal um die Ecke schielt und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Slange!